Das Buch, das Sie jetzt sehen, sehen Sie jetzt quasi zuerst. Das ist noch gar nicht wirklich im Handel. Am Donnerstag ist es soweit. Freiheit ohne Wenn und Aber, geschrieben von unserem Politblogger Gerald Groß. Jeden Dienstag zu sehen bei Fellner Live im Duell, im sehr spannenden Duell, immer mit Sebastian Born-Mehner. Schön, dass du bei uns bist, Gerald. Ich freue mich auch. Wir reden über das Buch gleich. Zunächst mal großer Knalleffekt des heutigen Tages. Thomas Schmidt verlässt die ÖBAG sofort. Das wurde heute bekannt. Der Druck auf den ÖBAG-Chef wurde quasi zu groß. Noch heute muss er seinen Vorstandsposten räumen. Welche Insider-Info hast du dazu? Thomas Schmidt ging, die Beideln bleiben, würde ich sagen. Das ist das Motto des heutigen Tages. Offenbar hat sich jetzt auch Thomas Schmidt in den von ihm kritisierten Böbel eingereiht und ist jetzt nunmehr ein Paria auch innerhalb der Bundesregierung geworden. Faktum ist, die türkise Mauer fängt zum Bröckeln an. Das heißt, der erste jener dekadenten und skandalumhafteten türkisen Familienmitglieder ist weg. Und das ist kein gutes Zeichen für Blümel und für Kurz. Denn wenn es einmal so eine Abwärtsbewegung gibt, wie zum Beispiel vorige Woche Brandstätter, Pilnacek und nun diese Woche Schmidt, dann ist eigentlich Feuer am Dach in der ÖVP. Und möglicherweise ist auch deswegen Feuer am Dach. Es wurde bekannt, dass es möglicherweise einen Hinweis gegeben hat an den ehemaligen Finanzminister Hartwig Löger. Da hat es eine Hausdurchsuchung gegeben 2019 und möglicherweise hat das Kanzler Kurz gewusst und das ihm gesteckt. Was weißt du dazu? Wenn das stimmen würde, wäre das Geheimnisverrat. Es wäre das nächste Strafdelikt. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber es wäre wohl einzigartig, dass ein amtierender Kanzler in einem Verfahren bereits beschuldigt ist. Das ist ja schon rekordverdächtig in der Geschichte der Zweiten Republik. Wenn er ein zweites Verfahren aufgebrummt bekommt, dann würde ich sagen, ist die Amtsfähigkeit des Bundeskanzlers nicht mehr gegeben. Denn ein Bundeskanzler, der sich Tag ein, Tag aus damit beschäftigen muss, dass ihm die Justiz nicht die Hütte auseinandernimmt und nicht mehr an seine Arbeit denken kann und nicht mehr frei auch in seinen Entscheidungen ist, der ist in Wahrheit eine Belastung für die österreichische Bundesregierung geworden und die Landeshauptleute der österreichischen Volkspartei sollten langsam aber sicher nachdenken, an die Zeit nach Kurz zu denken. Also auch heute überschlagen sich wieder mal die Ereignisse. Die sind jetzt noch gar nicht in deinem Buch verpackt, nehme ich an. So schnell geht es dann doch nicht. Aber was steht in deinem Buch ganz genau drin? Du hast schon hergezeigt, Freiheit ohne Wenn und Aber heißt es. Am Donnerstag erscheint es. Das Buch ist ein Plädoyer für die Freiheit. Wir leben in Zeiten der Unfreiheit. Wir haben die letzten 15 Monate gesehen, wie leichtfertig die Menschen dazu gebracht werden, die Freiheit aufzugeben. Und dieser schleichende Prozess in ein Zeitalter der Unfreiheit, in ein Zeitalter des Puritanismus hat schon vor Jahren begonnen, indem wir eingeführt haben oder zugelassen haben, dass die Cancel Culture darüber definiert, wer noch auftreten darf, wer noch seine Meinung kundtun darf, indem man die sogenannte politische Korrektheit über die Wahrheit drüber gestülpt hat, indem man mit der ganzen Klimawandeldebatte versucht, die Menschen in ihrer ökonomischen Freiheit einzuschränken, kein Auto mehr, kein Einfamilienhaus mehr, kein Fleisch mehr, indem wir in Wahrheit in so vielen Bereichen, in Wirtschaft, in Gesellschaft, in Sozialen, tatsächlich in ein Zeitalter der Unfreiheit schlittern. Und dieses Buch ist eine Handlungsanleitung, wie wir für unsere Freiheit wieder kämpfen. Es freut mich, dass Claudia Haider, deren Mann ja das Buch geschrieben hat, Die Freiheit, die ich meine, hier das Vorwort beigesteuert hat und dieses Buch in Tradition mit dem Buch ihres Mannes sieht. Das freut mich besonders. Wir werden es übermorgen am Donnerstag präsentieren in Graz bei einer Buchpräsentation im Verlag. Und ich freue mich darauf, wenn ich mit diesem Buch viele kritische Menschen in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz bei ihrem kritischen Diskurs, friedlichen und demokratischen Diskurs begleiten kann.